Servus Leute, liebe Grüße. Wir sind aktuell auf dem Weg nach Landau aufs Box-Event. Und mein Freund Henry Bartsch. Unsere Jungs haben den Boxring heute aufgebaut oder sind noch dabei. Wir müssen jetzt gleich fertig sein. Um ihn genau richtig zu messen. Warum habt ihr so lange gebraucht beim Ringaufbau? Wir sind halt dann rausgekommen. Und dann um 6 Uhr aufstehen. Na ja, wer schuld? Mach mal einen Beat an, ja? So langsam Beat oder schnelle Beat? Bisschen schnell. Ja, Mann. Bald brauche ich nur noch so ein paar Goldzähne wie du. Was ich schon versprechen kann, ist ein paar auf die Nase. Ich weiß nicht, was der Typ falsch gemacht hat. Ich hab einen Döner. 2, 3, 4. Daniel 5. Ich hab Falafel-Döner gehabt. Falafel ist auch nicht dabei. Ich muss noch mal rein was bezahlen. Und eine Pizza fehlt. Dosim, wo ist der VIP-Eingang? Wir versuchen die Ringseile anscheinend zu spannen. Bisschen problematisch. Wir brauchen neue Seile, glaube ich. Mari! Was haben wir denn denn hier bei meinen Dinger, gell? Freund, Sedi, kennst du, Fox heute? Mann, die Ecke. Sedi, sag was zur Kamera. Ich weiß nicht, was ich sage, ja. Okay, warte. Ja. Das ist immer so intensiv. Hallo. Hände, Boxing Promotion präsentieren. Mentale Vorbereitung. Was ist dein nächster Kampf, Hussein? 1. April in London, O2 Arena, Dank Fatih. Boxen wir jetzt in London. Mein Manager, Topmann. Gucken wir, wie es endet.
Competition. Es geht um die deutsche Meisterschaft. 10 Runden Kampf, er ist gerade in Vorbereitung. Yes! Wir holen uns das Ding! Gleich macht er ein paar Runden Sparring. Wir haben extra Sparringspartner. Yusuf, komm mal her kurz! Ein extra. Sehr starker Mann. Wir haben uns einen passenden Sparringspartner ausgesucht, der auf den Gegner zutrifft. Servus Leute, ich bin der Yusuf Lazar. Ich boxe in der ersten Bundesliga und ich bin heute da für die Erste Sparen. Bundesliga, also könnt ihr euch vorstellen, was auf mich zukommt jetzt. Das gibt's auf die Nase. Also wir bereiten alle auf die deutsche Meisterschaft vor am 15. April und Yusuf ist heute Sparringspartner. Danke nochmal an Yusuf an dieser Stelle. Sowas passiert, wenn man mit seinem Trainer Sparring macht, mit Fatih Altunkaya. Für euch auf dem Bildschirm so einfach aus. Aber Leute, ich komme an den nicht ran. Und weg ist er, guck, und weg ist er. Jetzt rennt ihr mal hinterher. Oh, yeah. Seitdem ich bei Fatih Altunkaya bin, geht's mir gut, deswegen Bauchgefühl.